Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen hier beim Hilbili auf dem Kanal. Ich habe gedacht, wir machen ein kurzes EDC-Video zum Thema Urlaub, ne? Was hat der Hilbili so dabei? Haben wir letztes Jahr ja auch schon gemacht, ne? So, wir sind ja hier in Frankreich. Eine große Messernation mit Lagioles und Opinels, wobei ja das Opinel in Frankreich selber ein Problem darstellt, da es ein verriegeltes Messer ist und in Frankreich in der Öffentlichkeit verriegelte Messer einem Führungsverbot unterliegen. Darum dabei hier natürlich eine Victorinox. Denn diese Messer haben nur eine mit Feder verriegelte Klinge und die stellen hier in Frankreich kein Problem dar. Und des Weiteren sehr wichtig und interessant, wenn ihr in einen Centerpark geht, nehmt auf jeden Fall ein Leatherman Multitool oder ein Victorinox mit, das über einen Kreuzschlitz und diverse andere Werkzeuge verfügt. Denn hier gibt es immer was zu reparieren, denn so die Instandsetzung in diesen Parks, ne, sind mehr oder wenig nicht existent. Von daher ist ein Multitool immer zu empfehlen. Ne? Darum auch beim großen Taschenmesser ein nicht verriegeltes Messer, das Manly Comrade Slipjoint Folder, nicht verriegelt, kein Problem in Frankreich. So, und dann dabei natürlich immer meine Uhr. Na, muss ja immer wissen, wie spät es ist. Ein Automatikwerk ETA 2824 Mark II. Sehr präzise Uhr. Ich habe so gut wie keine Abweichungen bei diesem Werk. Bin sehr zufrieden damit. Ein Zusammenbau von Mark and Sons. So. Dann neu jetzt gerade im EDC eine andere Taschenlampe. Eine kleine Thru-Night Archer 1C Version 2. Cooles Teil. Habe ich betrieben mit dem Akku, dem 16340er Akku da. 4 Modi vom Moonshine-Modus bis hin zu 500 Lumen. Richtig schön starkes Teil. Edelstahlkrone, Deep Carry Clip, ne? Hier aber sozusagen Tip-Up Carry, ne? Die Krone, die Glaslinse hier, die schaut nach oben aus der Tasche. Sieht man im Notfall auch sofort, wenn man sie mal aus Versehen anhätte. Ne? Sehr nettes Lämpchen, gefällt mir richtig gut. Ne? Dann natürlich immer mit dabei der gute alte Böker Kit 50. Und Handy, das iPhone, aber zur zusätzlichen Kommunikation hier im Park. Sehr cooles Feature, eins dieser kleinen Walkie-Talkies. Der hatte mein Bruder noch so ein Set dabei. Ne? Ganz einfaches Modell aus dem Supermarkt, funktioniert aber hervorragend hier im Park, denn der ist wirklich so weitläufig. Und wenn du da unterwegs bist und mit zwei Gruppen dann oder so, die einen gehen dahin, die anderen da, dann geht schon mal vor. Oder die einen oder anderen haben noch ein Sportprogramm und kommen später nach. Mit so einem Walkie-Talkie kannst du dich über sehr weite Strecken, selbst hier im Wald geht es echt gut, also so ein Drittel vom Park hast du in der Entfernung Verbindung, kannst du dich wieder zusammenfunken und zusammentreffen. Von daher ein sehr cooles, praktisches und auch billiges Spielzeug. Na, diese Dinger gab es, glaube ich, für, was hat er gesagt, 29 Euro oder sowas im Supermarkt. Gibt es natürlich noch bessere Hightech-Teile, aber so hier für die Kinder als Spielzeug, coole Sache. Ne? Und wirklich hier im Park praktisch. Was habe ich da noch mitgebracht? Naja, man weiß ja nie so, eine Stromversorgung wird ja immer wichtiger. Ne? Habe ich noch schnell eingepackt, als ich gegangen bin, ein Power-Akku für alle Fälle. Ein geladener 10.000 mAh Akku, und zwar hier das Power-Add-Modell mit 2,1 und 1 Ampere Ausgang. Natürlich zu Hause voll geladen. Für den Fall der Fälle, wenn man mal Strom unterwegs braucht. Ne? Ja, und habe ich gedacht, wenn hier vielleicht die Sonne scheint oder so, kann man noch ein bisschen ökonomisch und ökologisch die ganzen Geräte wieder aufladen. Habe ich mein beliebtes Solarpanel mitgebracht. Aber, ne, pack eine Badehose ein, haben sie gesagt. Ne? Nimm eine kurze Hose mit, haben sie gesagt. Ne? Pustekuchen.
Ich habe die Bundeswehr-Wintersocken an und die lange Hose. Ne? Also ich glaube auch, das Solarpanel wird keinen großen Einsatz finden, um hier vielleicht mal das ein oder andere Handy aufzuladen. Ne? Also von daher kaum Neues, abgesehen hier von den Walkie-Talkies und einer anderen Taschenlampe. Okay Leute, ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Das war das kurze Urlaubs-Idisine. Okay Leute, zeigt mal euers. Bye bye. Ciao, macht's gut.